Zahlreiche Mythen und Legenden ranken sich um die Nürnberger Bratwurst. Wie etwa die Geschichte vom Kaspar Hauser, der ursprünglich Vegetarier gewesen sein soll und in homöopathischen Dosen an die Nürnberger Bratwurst herangeführt wurde. Oder es wird die Geschichte erzählt, die immerhin aus einer Chronik stammt, von dem einen Patrizier, der gefangen lag, 30 Jahre lang und jeden Tag ein paar Bratwürste gegessen hat. Und der hat insgesamt 28.000 Bratwürste gegessen. Die müssen gut gewesen sein, sonst hätte er nicht so viele gegessen. 7 bis 9 Zentimeter ist sie nur groß, die Nürnberger Rostbratwurst. Das bietet Stoff für allerhand Spekulationen. Die einen behaupten, sie hätte sich an die minimalistische Größe der städtischen Wirtshäuser anpassen müssen. Wieder andere meinen, die Nürnberger Bratwurst wurde in so geringer Größe hergestellt, weil sie anders nicht durchs Schlüsselloch der Stadttore gepasst hätte. Und da wird immer gesagt, wenn irgendwo geschlossen war und es kam einer zu spät, dann wurde das noch durch das Schlüsselloch durchgegeben, die Bratwurst. Warum aber ist die Nürnberger Bratwurst nun wirklich so klein? Die Antwort findet man in der einst berühmtesten Bratwurstküche Nürnbergs, dem Bratwurstglöcklein. Die Schafsdärme, im Fachterminus Seitling genannt, sind die Grundvoraussetzung, dass die Nürnberger Bratwurst so klein werden konnte. Das hat sich wohl im Bratwurstglöcklein im Laufe des 19. Jahrhunderts vollzogen. Wir haben als kleinen Beweis ein Lehrbuch der Fleischerinnung gefunden von 1959. Und das zeigt einmal, dass für die Nürnberger damals noch Schweinedärme verwendet wurden. Aber ein Rezept zeigt, nämlich das Glöckle-Würstle-Rezept, dass dort das Schafsseitling, also der Seitling, verwendet wurde. Die Sache mit der Größe. Ursprünglich also ein Markentrick eines findigen Wirtes. Den sagenhaften Erzählungen rund um die Nürnberger Bratwurst tut das aber keinen Abbruch. Das Würstle ist eng mit der Stadtgeschichte verwoben und damit auch mit den berühmten Nürnberger Lochgefängnissen. Durch diese Wandlöcher sollen Gefangene mit Bratwürsten versorgt worden sein. Eine schöne Geschichte, die zumindest einen wahren Kern hat. Denn eine Speise soll wirklich aus Bratwürsten bestanden haben, wenn es auch nur die Henkersmahlzeit war.